Folge 22 Far Cry Primal. Willkommen zurück. Was war das für eine aufregende Achterbahnfahrt der Gefühle in der letzten Folge? Alter Schwede. Und wir haben ein paar neue Missionsziele erhalten, die wir mal ausprobieren sollten. Aber zuerst werde ich mal hier mit Sailor reden. Nasata bra takar winja wantar shaskau himshalla masi waichai hatrawana palhu sashwalim huhaya ukauhi waida tu sasakwi. Okay, Knochenhöhle. So, dann schauen wir mal, wo haben wir denn? Das ist da oben. Das ist da, wo wir schon gewesen sind quasi, wo wir den Jäger befreit haben. Das ist gar nicht mal so schlecht, dann können wir nämlich da mal hinreisen. Ich werde mal hier mal eine Schnellreise machen. Ich weiß, jetzt werden viele wieder jammern. Warum machst du jetzt doch Schnellreise? Ja, ich möchte mich jetzt momentan noch nicht ablenken lassen. Ich mache jetzt doch mal ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen ein paar Missionen mal. Und dann werden wir zwischendurch mal wieder ein bisschen sammeln gehen und etc. pp. Und so bringt das auch mal wieder ein bisschen Abwechslung. Wieso habe ich denn jetzt den Speer in der Hand gehabt? So, schon viel besser. Und ich muss mal gucken, wie werfe ich denn nochmal die Stachelbomben? Köder können wir auch wieder herstellen. Ab wann kriegen wir denn... Ach, hier unten haben wir den Steinsplitter. Guck mal einer an. Mich würde mal interessieren, ab wann können wir denn die Stachelbomben erweitern, dass wir mehr tragen können. Geht das irgendwie? Okay, das geht nur einmal. Okay. Eine Schleuder. Ah, ist ja interessant. Dazu brauchen wir Südahorn, Südstein und Tierhaut. Tierhaut haben wir genug. Was haben wir hier? Langbogen. Der Langbogen ist zwar langsam, verursacht jedoch erhöhten Schaden und hat einen verbesserten Zoom für unerreichte Langstrecken. Treffersicherheit. Voraussetzungen. Okay, ist ja interessant. So, wir müssen dahin. Dann gehen wir mal dahin. Seilen wir uns mal ab. So. Wo bin ich? Ah, hier. So. Ist ja geil, das mit der Eisfrau. Das war ja schon der Hammer. Da bin ich sehr gespannt, wie es weit... was? Hilfe. Da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. So, geheilt sind wir. Ich habe es nochmal gerade ausprobiert. Es macht immer so ein komisches Geräusch, so düdüm, düdüm. Pass auf, Achtung, gleich kommt's. Das Geräusch macht das immer, wenn man voll ist mit Heilung. Was? Bitte was? Nee, will ich nicht. Hallo, Venya. Schön, dass du da bist. Alter Holz nehme ich wieder mit. Und wir... Huch, mein Controller hat schon wieder Aussetzer. Ach ja, hier war ja die Nebenmission, die wir ja nicht gefunden haben. Mich würde das mal interessieren, wie das denn so ist. Müssen wir einfach Wildschweine denn jagen? Weil er sagt ja, wir sollen zum See und die Wildschweine jagen. Ob das einfach so Nebenquests sind, die man einfach spontan erledigen kann? Das ist, das wäre mal interessant zu erfahren. Guck mal, hier war Waldbrand. Sieht zumindest danach aus, weil die Bäume hier so abgefuckt sind. Ein seltenes Holz haben wir gerade bekommen. Sehr schön. Immer schön sammeln. Flex, immer schön sammeln. Gegenstand wird Tasche bereits voll. Ah, guck mal, ein Jack. Ein Grünblatt nehmen wir auch mit. Danke, Kleiner. Hier für dich. Sehr schön. Hast du fein gemacht. Jackfell und Fleisch und sowas können wir ja gut gebrauchen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, wo wir hier hinkommen werden jetzt. Ah, Nordseder. Sehr schön. So, wir müssen hier hoch. Ist ja krass, da ist Schnee. Wie cool, dass wir schon wieder ins Schneegebiet kommen. Oh.
Suche die Knochenhöhle nach den vermissten Venya-Jäger ab. Das machen wir mal. So, die Höhle. Wo ist die Höhle jetzt? Ist jetzt die große Frage. Ich nehme nochmal ein bisschen Nordsee damit. Okay, die Fußspuren gehen hier lang. Ah, kann es sein, dass wir vielleicht auch bei den Nebenmissionen diesen Blick benutzen müssen, um halt herauszufinden, wo wir da lang müssen? Das kann natürlich auch sein. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau, dass ich das so wenig benutze. Es tut mir leid. Habt ein Nachsehen, wie gesagt, mit mir. Überleben in der Kälte. Das nördliche Ödland ist kalt und menschenfeindlich. Mit deiner aktuellen Kleidung würdest du in Kürze erfrieren. Um zu überleben, solltest du ein Lagerfeuer zum Aufwärmen entfachen und Rohstoffe suchen, mit denen du im Handwerksmenü verbesserte Kleidung herstellen kannst. Ach, ist ja krass, man kann erfrieren. Wie krass ist das denn? Dann sollten wir mal zusehen, dass wir vielleicht mal so schnell wie möglich ein Lagerfeuer irgendwie... Wie kann ich denn... Okay, die Fußspuren gehen hier lang. Kann ich irgendwo... Ah, hier. Ist ja cool. So, die Knochenhöhle haben wir gefunden. Erfrieren wir denn auch in der Höhle? Anscheinend schon. Ach nee, doch nicht. Füllt sich wieder auf. Wie praktisch. Nein, ich will nicht... Nein. Jetzt weiß ich auch, wie Werfen funktioniert. Ich würde gerne... Ich habe schon wieder die Tasten vergessen gehabt. Entschuldigt bitte. Ich würde gerne mal hier den Bogen entzünden. So. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich höre nämlich schon irgendwas. Hilfe! 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 Na, greif ihn an! Achso, der ist schon tot. Vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee, den Pfeil zu benutzen zum Entzünden, sondern eher... Sag mal... Nein! Ich bin verwirrt. Warte mal. Geh dahin. So. Wieder auf einmal angerannt kam, ne? Tasche voll, du kannst nichts mehr nehmen. Ich probiere es trotzdem. Um Gottes Willen. Will ich hier sein? Hallo? Was? Na, da brennt er. So, ich werde mal unsere Bestie ein bisschen füttern. So. Alter Verwalter. So, wir müssen, glaube ich, hier lang. Ist, glaube ich, richtig. Was haben wir denn da Schönes? Warte mal. Ah, Fleisch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bisschen was essen. Können wir auch. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir gleich wieder angegriffen werden. Das ist Eis. Na super. Herzlichen Glückwunsch. Okay, die Fußspuren folgen hier, die gehen hier rauf. Gehen wir mal gucken. So. Die gehen da lang, aber auch hier lang. Obwohl, die kommen von hier, so wie das aussieht. Gucken wir doch mal. Da müssen wir hin, okay. Oh, ich höre schon jemanden. Hier waren wir doch, oder? Hä? Aber ich gehe doch hier wieder... ich verstehe den Wegpunkt gerade nicht. Geh doch mal. Na, na, na.
Geh doch mal an die Seite, verdammt. Das gibt's auch nicht. Wieder in meinem Weg steht, unser kleines Tierchen. Okay, wir müssen, glaube ich, hier rauf. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn. Ah, hier. Ah, hier. Oh, Mjaka. Takar, Guarsta. Töte die Bestien. Die Bestien in der Höhle. Okay, das kriegen wir hin. Wow, was ist das denn? Ach du Scheiße. Ein Säbelzahntiger. Hilfe! Brenn du Sau! Brenn du Sau! Säbelzahntiger! Survival! Fein, ganz fein. Kehre zum Jäger zurück. Das machen wir gleich. Wir werden erstmal den Säbelzahntiger häuten. Denn dann haben wir ein bisschen Fell und alles, etc. pp. Sehr schön. Das hat ja wunderbar geklappt. So. So. Natürlich. Sehr gerne. Die Knochenhöhle abgeschlossen. Wunderbar. Ja, sehr schön. Haben wir die Mission auch abgeschlossen? So. Dorfbewohner, die Bevölkerung steigt wieder. Das freut einem doch. Je mehr, desto besser. So. Es ist Nacht geworden hier im Schneegebiet. Ich schau mal eben schnell auf die Karte. Also die Mission, bin ich ganz ehrlich, möchte ich noch nicht machen, weil die sehr schwer ist. Wenn, dann würde ich doch vielleicht gerne erstmal hier die Mission vielleicht mal starten. Hier ist übrigens auch noch Sperrgebiet. Und hier oben, wie gesagt, ist alles voller Schnee und da können wir erfrieren, weil wir keine Kleidung haben, die dafür ausgelegt ist. Deswegen würde ich doch erst gerne vielleicht auch mal die andere Mission probieren. Ich reise mal eben mal wieder schnell. So, das geht ja zügig. Wir sind raus aus dem Schneegebiet. Uns kann nichts mehr passieren, wir können nicht erfrieren. Aber das ist ja krass, dass man auch erfrieren kann. Wie geil das ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert. So. Und es ist Nacht geworden im Urwald. Schreckliche Kreaturen laufen rum, die uns gefährlich werden können, wie dieser Berg. Huch. Ich will hier gar nicht so. Hast du fein gemacht. Hast du... Oh, ein bisschen Wolfshaut brauchen wir ja, glaube ich, auch, wenn ich mich entsinnen kann für eine Hütte und so. Ja, fein. Ganz fein. Ja, so. Ich meine, da war irgendwas... Hilfe! Jetzt sollte ich mich mal heilen. Brenn du Sau. So. Nehmen wir natürlich mit, wenn wir schon einmal hier sind. Ne? Säbelzahntiger. So, wir werden immer besser mit unserer Jagd. So, erstmal schön füttern. Nochmal eben selber was schnabulieren und knuspern. So, es wird Tag. Nicht mehr so gefährlich jetzt hier rumzulaufen. Ich gebe ihm nochmal einen kleinen Snack für unterwegs. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum Wegpunkt. Nehmen noch ein bisschen Holz mit. So. Durch den Urwald schreite ich schnell.
Durch Nacht und Wind laufe ich wie ein Kind durch den Urwald. Durch den Urwald. Da ist schon wieder Cosma am Liegen. Guck mal an. Da wird irgendwo... Töte und durchsuche den Jäger. Ja! Na! Hab ich. Ciao. Okay, wir wurden schon wieder entdeckt, verdammt. Ach du Scheiße. Okay. Wie die wegge... ciao. Wie die weggeflogen sind, alter Schwede. Warte mal. Das gibt's nicht. Na toll. Wir können unseren... bitte was? Hilfe! Okay, wir können unser... Tierchen nicht retten, oder? Vielleicht jetzt? Mal gucken, ich probiere es mal. Warte mal. Hier. Für dich. Kann ich die Keule wieder aufnehmen? Ja, sehr schön. Kann ich direkt nochmal zwei herstellen, wenn ich schon einmal dabei bin. So. Da brennt der Busch. Ja. Mein Gott, ganz schöne Hitze hier. Nee. Würde ich sagen. Wollnashorn nehmen wir natürlich mit. Und wir heilen unser kleines Tierchen auch nochmal. Sehr schön. Und heilen uns selber. Geht nicht mehr. Okay. Ich dachte, naja. Ist denn der andere Wollnashorn? Ja, sehr schön. Geil. Schon dabei sind, nehmen wir den natürlich auch noch mit. So, Tasche voll. Boah, wie hübsch das hier aussieht. Entschuldigt bitte. So, warte mal. Wir können... Ich sehe gerade unten rechts am Bildschirmrand. Wir können was bauen. Wie geil ist das denn? Was können wir denn jetzt bauen? Was? Ein Speergürtel. Wir können mehr Speere mitnehmen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, so viel Speere nutze ich eigentlich gar nicht. Bis auf gerade mal eben. So, wir haben wieder einen Fähigkeitenpunkt. Verringerter Fallschaden. Du erleidest weniger Schaden, wenn du aus größerer Höhe fällst. Ist interessant. Das Schwanken beim Zielen mit Keulensperren wird deutlich reduziert. Aha. Mhm, Rohstoffe werden auf der Minikarte angezeigt. Ist für uns eigentlich uninteressant, aber das mit den Schwanken... Schade, dass es noch nicht für den Bogen gilt. Der Fallschaden ist natürlich auch sehr interessant. Ich glaube, ich nehme das mal mit dem Schwanken. Wo müssten wir nochmal hin? Wie gut, dass ich durch die Sonne auch den Wegpunkt sehe. Ha, ist ja faszinierend. Aber ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen hier lang. Na toll, jetzt könnte ich den Fallschaden gut gebrauchen. Obwohl, den habe ich ja gerade... Nee, habe ich gerade nicht genommen. Ich habe das Schwanken der Waffe verringert. Naja. So, weiter geht's. Aber wie faszinierend das schon wieder ist, dass bei Far Cry schon wieder so viel nebenbei wieder zu tun ist. Das ist, ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich das längste Let's Play überhaupt auf meinem Channel. Denke ich mal. Und ich hoffe natürlich, dass ihr viel Spaß beim Zusehen habt. Dass ihr mitfiebert und alles und, dass ihr Spaß habt. Das ist natürlich die Hauptsache. So, warte mal. Müssen wir mal gucken, wie wir da oben hinkommen. Krass da, aber auch, wie gesagt, diese Vegetationsunterschiede hier sind. Das ist schon echt toll gemacht. Kann es sein, dass da ein Dorf ist? Ich will nur mal gucken.
Warte mal. Ja, es ist ein Dorf, glaube ich. Was wir auslöschen können. Werden wir doch direkt mal machen. Die Eule ist so weit entfernt, Alter. Das gibt's doch nicht. Okay. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. So, wie kriegen wir das am besten hin, dass wir... Ich werde mal, wie gesagt, wieder das Tierchen wieder zurückschicken. Denn wir gehen das Ganze ja wieder schleichend an. So. Kriegen wir denn einen irgendwie... hinterlistig mal wieder getötet? Oh oh. Da rechts sind anscheinend auch welche. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber ich denke mal, dass wir das hinkriegen. So. Alter Schwede. Hilfe. Ich glaube, da hinten kämpfen welche. Okay, die beiden sind zusammen. Das ist doof. Und der da oben steht auch sehr... Obwohl, der steht günstig eigentlich. Gerne mal was ausprobieren. Warte mal. Ciao. Die Bombe hat ja viel gebracht, muss ich sagen. Verdammt. Ich dachte, die Bombe können wir mal ausprobieren, aber irgendwie hat die überhaupt nichts gebracht. Dramatische Musik. Dramatische Musik. So, dann ist der schon mal... Oh, oh. Ich probiere das nochmal mit der Bombe aus. Warte mal. Das hat, glaube ich, ein bisschen besser geklappt. Okay, der hat uns nicht gesehen. Der tappt noch im Dunkeln. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich hau gegen den Baum. Ich bin so schlau. So, wie sieht's aus mit den anderen? Wo sind die? Okay, die anderen laufen da unten lang. Okay, das mit der Stachelbombe ist schon mal ganz geil. Das feiere ich ein bisschen, dass es so gut geklappt hat. Okay, da oben ist noch jemand. Warte mal, ich versuche mal die Venya zu befreien. Vielleicht klappt das ja. Warte. Ganz schön mutig bin ich jetzt gerade, dass ich hier drin rumlaufe. Warte. Jetzt hau ab hier. Verzieh dich, Mann. Ja, verzieh dich. Lauf. Ja, natürlich. Lauf doch erstmal zu den Gegnern. Ja, klar. Guck mal, ich bin frei, Leute. Hallo. Am besten noch mit so einer Leuchtreklame auf dem Kopf. Guck mal hier. Wo sind denn hier die anderen? Da ist der eine, aber wo sind die anderen beiden hin eigentlich? Ich sehe was leuchten. Es funkelt in meinen Augen. Ich entschuldige mich dafür. Ton. Es gibt Ton? Wie geil ist das denn?
und eine neue Bevölkerung. Also eine neue Person, die unserem Dorf beigetreten ist. Boah, wie riesig ist denn bitte hier das, was war das jetzt? Aua, au, 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 au. Ah, Pfeil anzünden, machen wir mal. Huch. Treffe ich den? Auf zu schreien. Mann. So, warte mal. Jetzt haben wir nur noch zwei, so wie das aussieht. Ich frage mich, was das Symbol bedeutet. So, die sind, glaube ich, ein bisschen stärker. Die rufen auch Hilfe. Ich glaube, das bedeutet, glaube ich, dass sie Hilfe rufen können. Und das ist, glaube ich, hier... Ah, das sind bestimmt die Warnhörner. Dass sie keine Hilfe rufen können. Das ist natürlich geil. Yeah! Survival! Sehr schön. Ja, Piki-Fleisch-Außenposten. 4 von 15 beansprucht, 500 XP, kein Alarm ausgelöst, gibt nochmal 300 EP. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Supi. Hat wunderbar geklappt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Da liegt Fleisch, oder? Okay, Tasche voll. Plus 5 Bevölkerung. Wie cool ist das denn bitte? Erstmal was knuspern. Sauber. Wie geil wir das gelöst haben. Ohne Alarm auszulösen. Wie cool. Ja, mein Gott, wie geil. Ich feiere das. Ich feiere das Spiel sowieso. Ja, mit den schönen Aussichten würde ich sagen, möchte ich euch entlassen in einer weiteren Folge Far Cry Primal, Folge ja, 23. Mal gucken, was dann der Reflex aus der Zukunft dann so spielt. Ich hoffe, er freut sich, dass wir hier sind. Und ja, dann werden wir zu dem Wegpunkt reisen oder gehen. Das ist ja, ich schaue nochmal eben schnell auf die Karte, das ist dann, genau, Yama die Jägerin. Da haben wir ja eine Mission, da wollten wir hin. Und das werden wir in der nächsten Mission, in der nächsten Folge machen. Ich schaue nochmal eben bei Fähigkeiten, wir können einen Fähigkeitspunkt. Den Fallschaden mache ich jetzt mal. Ich mache den Fallschaden. Ich mache den Fallschaden und damit... sind wir gut ausgerüstet für, wie gesagt, den Flex aus der Zukunft. Und ich bin dann jetzt mal raus und verabschiede mich in eine kleine Aufnahmepause mal wieder. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, ciao!